wieder ein bisschen lauter. Leiser. Feuer und Flamme ist nice, ja, können wir auch noch eins gucken. Ich kenne den Song. Ja, kenne ich den Song. Lukas Knopf ist auch echt heftig mit dabei. Ist Fabio Wibmer deutlich besser als Lukas Knopf? Oder hatte der einfach mehr Glück, dass er so von Red Bull gesponsert worden ist und krassere Videos gemacht hat? Aber es sieht trotzdem für mich relativ gleich aus, was die machen. Dort hat Fabio Wibmer auch angefangen, oder? Boah, das war ja mal heftig. Oh, und Superman. Ich finde, beim Fahrrad kannst du dich ja noch viel schlimmer hinpacken. Wenn du dir da irgendwie den Lenker oder sowas oder die Pedalen, da gibt es so viele spitze Sachen dran, die du dir irgendwie in den Bauch bohren kannst beim Sturz. Boah. Wer hat einen Mann oder Pussy? Ich habe mich als Pussy entschieden damals. Live Storm? Ey! Ist das in Leipzig? Hier habe ich auch mein Abo-Treffen gemacht. Lull. Hier habe ich auch mein Abo-Treffen gemacht in Leipzig. Oh, sind ganz schön viele heute da. Uhu. Kann sich dran erinnern, Chat. Eins in Chat. Live Storm? Was hast du ja gesagt? Ich verstehe kein Wort. Leipzig. Live Storm? Nix verstanden. Irgendwas mit Leipzig. Und die anderen haben denn. Haben die Summit gesagt? Live Short Stunt. Ich hab gedacht, er redet über Leipzig. Leipzig Short. Alter, ist schon wieder zu krass. Hab den seit Ewigkeiten nicht auf Hart gemacht, aber heute ist das. Ach, das ist Lukas sein Spruch. Ah, alles klar. Heftig. Ah, da hätte ich vielleicht noch eine Drehung gemacht. Also, wäre ich an seiner Stelle jetzt hier, würde ich mich nochmal rumdrehen um die eigene Achse und dann wäre ich erst gelandet. Aber muss ja jeder für sich wissen, wie er diesen Stunt beendet. Cause live short standet. Einfach auf die Rampe zu fahren und einfach den Körper irgendwas machen lassen und hoffen, dass du wieder richtig aufkommst. So sieht das aus. Aber ist ja natürlich alles total durchgeplant. If you say so, bro. Er fährt einfach auf eine Pyramide zu. Ein Pharao-Sprung. Muss schon ein geiles Gefühl sein. Wenn man sich das erstmal dann traut und so weit in der Luft ist und alles schön smooth geht und du gut aufkommst. Oh. Ach, das meine ich, ey. Oh. Oh.
Ah, die wissen halt auch richtig, wenn was schief läuft, wie die sofort das Fahrrad wegschmeißen und wie die sich auf ihren Sturz konzentrieren, dass da nichts passiert. Oh mein Gott! Hast den Zaun geknutscht. Was war denn das? Ein Holland-Fahrrad? Krass. Wie teuer ist so ein Fahrrad? Weiß das einer? So kostet das jetzt so 1000 bis 2000? Kostet das 5 bis 6000? Kostet das 500? Ja, Alter. Wie geil. Boah. Zeig euch jetzt was. 3, 2, 1. Es ging alles so schnell heute und jetzt haben wir angefangen, die Freeride-Line zu fahren. Es hat so Spaß gemacht. 3, 2, 1. Cut. Richtig geil, aber man freut sich natürlich auch für die anderen, die dann den zweiten machen, die den ersten machen. Darum geht's beim Mountainbike-Sport. Ja. Aber auch geil, oder? Dass seine Leidenschaft ist einfach Fahrradfahren und durch YouTube und das alles ist einfach ihm ermöglicht, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und also ist ja jetzt nicht wie bei mir. Natürlich fahre ich gerne Motorrad, aber für mich ist Motorradfahren nicht das, was für einen Lukas Knopf Fahrradfahren ist. So, das ist ja, weiß ich nicht, wie viele Stunden der am Tag trainiert. Und freut mich einfach zu sehen, dass solche Leute denn auch mit dem, was denen Spaß macht, einfach so ihr Lebensunterhalt verdienen können und sich keinen Kopf machen müssen und einfach das machen können, worauf sie Bock haben. Kennst du Fabio Wittmann? Nee. Also persönlich nicht, nee. Von den ganzen Videos? Na klar, zieh ich mir immer rein. Wenn da ein neues rauskommt.
Ah, da war ich. Auf meiner EXC520. Alter. Das ist für dich Mario, genau. Boah. Ich habe hier eine Flasche und die muss geöffnet werden. Kennt ihr diese Challenge? Ich weiß nicht, ob das gerade bei TikTok ein Ding ist oder irgendwo. Da packen die diese Flasche auf den Bierkasten rauf. So. Dann knallen die ihren Kopf darauf, dass die Flasche aufgeht. Mach am Schreibtisch. Ey, ich zerstöre mir doch nicht hier den Schreibtisch dafür. With the bills.